Name ist Alexander Bredak, ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und heute geht es um das Thema Mietminderung und Berechnung der Mietminderung. Und zwar für die Fälle, in denen der Mangel nicht in der ganzen Wohnung vorliegt. Also grundsätzlich ist es ja so, wenn ich sage, ich gehe von einer Mietminderung von 20% aus und der Mangel betrifft die ganze Wohnung, als Beispiel, die Heizungsanlage funktioniert insgesamt nicht und ich kann deswegen die Wohnung nicht auf 20 Grad bekommen, dann berechne ich selbstverständlich die Mietminderung auch auf der Basis der gesamten Wohnfläche. Und wenn ich zu einer Berechnung von 20% komme, dann betrifft das die ganze Wohnung. Problematisch sind aber die Fälle, in denen der Mangel nur einzelne Räume betrifft. Nehmen wir mal an, als Beispiel, nicht die gesamte Heizung fällt aus, sondern in einem von 5 Zimmern kann der Heizkörper nicht bedient werden, weil der Heizkörper kalt bleibt und deswegen kann dieses Zimmer nicht beheizt werden. Dann müsste von dieser 20% Minderungsquote, wenn ich von der mal ausgehe, müsste natürlich dieses Verhältnis zur betroffenen Fläche gesetzt werden. Also wenn es eine 5-Raum-Wohnung ist, von der ich einen Raum nicht nutzen kann, dann wäre das zum Beispiel vielleicht ein sinnvoller Ansatz, hier ein Fünftel von den 20% zu nehmen. Man könnte aber auch sagen, man nimmt die Gesamtwohnfläche und berechnet das danach. Da schwanken die Entscheidungen ein bisschen. Ich glaube, man kann da nicht jetzt eine ganz klare Regelung finden. Als Mieter muss man immer im Zweifel vorsichtig sein. Wenn man die Miete einfach mindert, wenn man aber, was ich für richtig halte, die Miete unter Vorbehalt zahlt und sich die zu viel gezahlte Miete dann zurückfordert, dann kann man durchaus höher rangehen. Dann ist nämlich das Risiko, dass man nachher eine Kündigung bekommt, ausgeschlossen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ciao.